Meine Damen und Herren, wir werden heute nach einer kurzen Diskussion des Einflusses eines äußeren Momentes auf einen Kreisel die Diskussion der Bewegung des starren Körpers abschließen. Und ich glaube, Sie haben schon gesehen, dass es da schon eine Reihe von neuartigen Effekten gegeben hat, über die hier zu sprechen war. Und wir haben also da auch noch einmal den luftgelagerten Kreisel für Sie hier, um also einige Effekte noch einmal sichtbar machen zu können. Also um den Anschluss an die gestrige Vorlesung zu finden, wir haben gestern zum Schluss uns die Bewegung eines Kreisels angesehen, der kräftefrei ist. Also ein symmetrischer Kreisel, ohne äußere Kräfte. Das heißt, es wirkt insbesondere auch kein äußeres Drehmoment. Wenn man sich das durch Lösung der Eulerschen Gleichungen ansieht, kommt man darauf, dass es zwei wichtige Punkte gibt. Das eine ist die Symmetrieachse dieses symmetrischen Kreisels, die wir die Figurenachse genannt haben, steht immer in einem konstanten Winkel zur Drehimpulsachse. Und andererseits auch der Winkel zwischen der Figurenachse und der momentanen Drehachse ist immer konstant. Und aufgrund dieser Tatsache hatten wir gestern schon gesehen, dass sich eine Bewegung dieses Kreisels ergibt, die man recht gut mit Hilfe zwei aneinander abrollender Kegel beschreiben kann. Also weil kein äußeres Drehmoment, keine äußere Kraft herrscht, ist der Drehimpuls raumfest konstant. Und nun ist also, wie gesagt, der Winkel zwischen der Symmetrieachse des rotierenden Kreisels, die nennen wir Figurenachse, und der Drehimpulsachse immer konstant. Diese Figurenachse muss sich also auch auf einem Kegelmantel rund um die raumfeste Drehimpulsachse drehen. Andererseits zeigt sich, wenn man das eben genau durchrechnet, die Eulerschen Kreiselgleichungen, die Bewegungsgleichung eben, dass der Winkel zwischen der momentanen Drehachse und dieser Figurenachse konstant ist. Und das bedeutet, dass man die Bewegung dieses kräftefreien, starren, symmetrischen Kreisels in folgender Weise mit Hilfe von zwei Kegeln darstellen kann. Das führt manchmal zu gewissen Verwirrungen, deswegen möchte ich heute noch einmal darüber sprechen. Der eine Kegel ist dieser sogenannte Rastpolkegel. Den nennt man Rastpolkegel, weil er in Ruhe ist, relativ zum raumfesten Drehimpuls, also relativ zu dem raumfesten Inertialsystem, relativ zu dem sich eben dieser Kreisel dreht. Das ist also in einem Raum festgelegter Kegel. Andererseits, wenn wir hier die momentane Drehachse haben, dann ist es so, dass zu jedem Zeitpunkt eben gerade sich der Kreiselkörper um diese Achse dreht, dass also diese Achse auch für den Kreiselkörper eine
raumfeste Achse ist. Und das wird dadurch erreicht in dieser Darstellung, dass mit dem rotierenden Körper fest verbunden, also körperfest, man hier einen solchen Gangpolkegel annimmt, der also mit dem Körper verbunden ist und mitrotierend gedacht wird. Und wenn der nun an der Oberfläche dieses Rastpolkegels abrollt, nicht abgleitet, der rutscht da nicht aus, sondern der rollt richtig ab, dann wird sichergestellt, dass jeweils längs dieser berührungserzeugenden sich die Drehachse des rotierenden Körpers befindet. Der rotiert also nicht um seine Figurenachse hier, sondern er rotiert um die Berührungslinie zwischen den beiden Kegeln, weil die ja raumfest ist in dem Moment, weil sie ja an dem Rastpolkegel quasi befestigt ist. Der ganze rotierende Körper, der mit dem Gangpolkegel verbunden ist, rotiert in jedem Zeitpunkt gerade um diese Drehachse. Aber indem er eben abrollt, dieser Gangpolkegel, an dem Rastpolkegel, verschiebt sich auch laufend die Lage dieser momentanen Drehachse entlang des Mantels dieses Rastpolkegels. Das kann man nicht so deutlich sichtbar machen, weil die tatsächliche momentane Drehachse natürlich nicht so deutlich sichtbar wird bei den Bewegungen wie die Figurenachse einerseits und die Drehimpulsachse, die anzeigt, relativ zu welcher Richtung dieser ganze Vorgang eben sich stationär verhält. Der Drehimpulsvektor, um den alles sich herum bewegt, ist ein raumfester Vektor. Es ergibt sich also aus dieser Darstellung, dass die Drehachse selbst sich rund um den raumfesten Drehimpulsvektor bewegt auf einem Kegel und andererseits, weil ja dieser Gangpolkegel hier abrollt, wird auch die Drehachse aus der Sicht des rotierenden starren Körpers sich bewegen. Die wird sich also auch innerhalb des rotierenden Körpers in ihrer Lage verändern. Und die Figurenachse, während dieser Gangpolkegel an dem Rastpolkegel abrollt, wird sich längs dieses sogenannten Nutationskegels um den raumfesten Drehimpulsvektor herum bewegen. Also eine relativ komplizierte Bewegung. Drei wichtige Achsen, das sollten Sie sich merken, die Drehimpulsachse, dann die Symmetrieachse des starren Körpers, die wir Figurenachse nennen. Das ist halt die Figur dieses Körpers mit ihrer Symmetrieachse. Und die momentane Drehachse, das ist die Achse, um die sich in jedem Zeitpunkt jeweils dieser starre Körper herumdreht. Diese Drehachse selbst bewegt sich einmal um den raumfesten Drehimpuls herum und anderes Mal auch innerhalb dieses rotierenden starren Körpers. Ist diese Situation für Sie einigermaßen überblickbar? Das haben wir gestern auch gezeigt. Und ich werde Ihnen das noch einmal anhand dieses luftgelagerten Kreisels zeigen. Dieser Kreisel hier ist so ausgewogen, dass er kräftefrei ist. Sie sehen, er bleibt hier in jeder Position stehen. Es wirkt kein äußeres Moment.
Und wenn ich den jetzt in Rotation versetze, dann sehen Sie zunächst, wie Sie es jetzt gesagt hatten, da wackelt nichts. Wenn ich ihn aber durch eine bestimmte Anfangsbedingung in eine andere Ausgangssituation bringe, dann bewegt sich eben diese hier sichtbare Figurenachse, die Symmetrieachse, um die raumfeste Drehimpulsachse herum. Was Sie nicht sehen können, ist, dass auch die momentane Drehachse eine Bewegung rund um diese Figurenachse macht, rund um die Drehimpulsachse macht und dass sie sich auch innerhalb dieses rotierenden Körpers bewegt. Diesen Vorgang, den Sie hier beobachten, beim kräftefreien Kreisel ohne äußeres Drehmoment, das nennen wir die Nutation eines Kreisels, wo also Figurenachse, Drehimpulsachse und momentane Drehachse nicht zusammenfallen, sondern sich alles rund um die raumfeste Drehimpulsachse bewegt. Und die Drehimpulsachse ist raumfest, weil eben das äußere Drehmoment verschwindet, daher dl nach dt gleich 0 ist und der Drehimpulsvektor konstant. Ist das das, was Sie gerade vorhin gemeint haben? Nun, wenn man aber durch die Anfangsbedingung festlegt, dass es hier keine solchen Winkel gibt zwischen der Figurenachse und der Drehimpulsachse, dann fallen alle Achsen in eine zusammen. Dann sprechen wir von einer stabilen Rotation. Das wird eine Rotation sein um eine Hauptträgheitsachse, weil die Drehachse eines symmetrischen Kreisels naturgemäß immer eine Hauptträgheitsachse sein wird. Und da hatten wir gestern schon gesehen, dass bei einer Rotation um eine Hauptträgheitsachse, da der Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit parallel zueinander liegen. Daher hier diese stabile Rotation. In dem Fall ist dann auch ein sehr einfacher Zusammenhang gegeben zwischen Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit. Es ist ähnlich wie beim linearen Impuls. Der Drehimpuls, haben wir gestern an der Tafel gehabt, ist dann dieses jeweilige Hauptträgheitsmoment mal der Winkelgeschwindigkeit. Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeitsvektor parallel zueinander. Stabile Rotation, keine Nutation, kein äußeres Drehmoment, daher raumfeste Position. Wer hat dazu noch eine Frage? Dass Sie dieses Diagramm, was ich Ihnen hier gezeigt habe, jetzt verstanden haben, finde ich, ist etwas sehr Wichtiges. Nun möchte ich Ihnen aber den anderen Fall nahebringen. Was passiert, wenn wir also nun ein äußeres Drehmoment haben? Symmetrischer Kreisel unter dem Einfluss eines äußeren Drehmomentes. Dieses äußere Drehmoment kann so zustande kommen, dass ein solcher Kreisel, so wie er hier dargestellt ist, auf einer Auflagefläche schräg aufsitzt, hier so rotiert und das ist sein Schwerpunkt. Daher wirkt hier die Gewichtskraft, Masse des Kreisels mal Fallbeschleunigung. Hier sitzt er auf. Und dementsprechend von hier aus gibt es daher einen Ortsvektor.
und R kreuzt diese Gewichtskraft, ist dann das hier nach hinten gerichtete Drehmoment. Dieses Drehmoment würde also normalerweise natürlich dazu führen, dass dieser Kreisel einfach herunterfällt, solange er sich jedenfalls nicht dreht. Und das können Sie hier auch sofort sehen. Wenn ich also da jetzt eine Masse drauf gebe, die dazu führt, dass dieser Kreisel jetzt nicht mehr ausgewogen ist und er rotiert nicht und ich lasse ihn aus, dann fällt er sofort herunter. Na klar, hier wirkt die Gewichtskraft, er sitzt auf seinem Luftpolster auf, die Gewichtskraft führt dazu, dass er sich natürlich herunterbewegt. Das ist genau die Situation, die man hier auf dem Bild sieht. Soll ich da einfach draufdrücken oder wie geht das? Da hier? Hier. Aha. Na, dann machen Sie das. Dass eben durch die Gewichtskraft bedingt dieser Körper hier herunterfällt. Unter der Wirkung dieses Drehmomentes N, dass er R kreuz Mg ist und daher, weil R und Mg so etwa in der Bildebene sind, zeigt dieser Drehmomentvektor, wie dieses Hütchen da andeutet, nach hinten auf diesem Diagramm. Alpha ist der Winkel, um den hier die momentane Drehachse und Drehimpulsachse geneigt ist gegen die Senkrechte. Und wir werden jetzt eine Situation betrachten, wo wir keine Nutationen haben, wo also stabile Rotation vorliegt und wo Drehimpulsvektor, Figurenachse und momentane Drehachse zusammenfallen. Und wenn wir das machen, dann sehen Sie jetzt, dass dieser Körper hier eine andersartige Bewegung durchführt, als wir vorhin gesehen haben. Jetzt bewegt sich der ganze Drehimpulsvektor herum. Jetzt auf einmal fällt das nicht mehr herunter, sondern es weicht quer zu dieser Kraftwirkung seitlich aus. Und die Figurenachse gleich Drehimpulsachse gleich momentane Drehachse bewegt sich ihrerseits auf einem Kegelmantel. Das ist jetzt eine andere Situation. Das nennen wir, um es von dieser vorhin gezeigten nicht stabilen Nutationsbewegung des kräftefreien Kreisels zu unterscheiden, eine Präzession. Diese Bewegung entsteht erst durch die Einwirkung des äußeren Drehmoments, hervorgerufen durch die Schwerkraft auf diesen schräg gestellten Kreisel und führt also zu einer derartigen Bewegung. Na, wieso kommt das also zustande? Wenn wir jetzt wieder daher zurückgehen, bitte, dann kann ich Ihnen das anhand dieses Bildes sofort zeigen. Sie haben also die ganz analoge Situation hier gezeichnet, wie wir sie dort gesehen haben. Diese Kraft bewirkt also ein Drehmoment, das da nach hinten in die Bildebene hinein gerichtet ist. Und jetzt haben wir ja schon gestern über die Bewegungsgleichung für diese Rotationsbewegungen gesprochen und haben gesagt, dass N-Pfeil ist gleich dl nach dt, eine Beziehung, die Sie schon lange kennen. Die hatten wir gleich zu Beginn der Dynamik aufgestellt. Lässt sich leicht nachweisen aufgrund des zweiten Newtonschen Axioms. Nun, das bedeutet aber, wenn wir Veränderungen in kurzen Zeitintervallen delta t betrachten, dass man auch schreiben kann, dieses N-Pfeil ist gleich eine kleine Änderung Delta L-Pfeil in einer kurzen Zeit Delta T. Ein Differentialquotient ist ja nichts anderes als der Limes von solchen Differenzen,
wenn diese Differenzen des Argumentes gegen Null gehen. Na, wenn man das umschreibt, kriegen Sie, dass das Delta L-Pfeil gleich ist N-Pfeil mal Delta T. Das heißt, Sie können aufgrund dieser Bewegungsgleichung damit rechnen, dass wenn ein äußeres Drehmoment auf Ihren rotierenden, starren Körper wirkt, dass dann sich der Drehimpulsvektor L um einen kleinen Vektor Delta L-Pfeil ändern wird in einer kurzen Zeit Delta T. Und die Änderung ist parallel zum Drehmomentvektor N-Pfeil. Was bedeutet das jetzt in dieser Darstellung? Der Drehmomentvektor N-Pfeil zeigt nach hinten in die Tafelebene hinein. R kreuzt die Gewichtskraft, zeigt nach hinten. Nun, N-Pfeil mal die kleine Zeit Delta T, das ist dieser Vektor hier. Das DL-Pfeil oder Delta L-Pfeil. N-Pfeil Delta T. Und Sie sehen jetzt, der Kreisel fällt eben, wenn er rotiert, nicht herunter, sondern die Drehimpulsachse verändert sich um ein Delta L, das parallel zu N-Pfeil ist. Also weicht sie quer zu dieser wirkenden Kraft aus, was wir ja auch experimentell gesehen haben. Das ist der Effekt der Präzession. Und das ist eben das, was dann ganz wesentlich das Verhalten eines rotierenden starren Körpers von nicht rotierenden Systemen unterscheidet. Wenn man also da einen gewissen Winkel hat, dann kann man sich diese Präzessionsbewegung auch quantitativ ausrechnen. Das werden wir hier jetzt nicht durchführen. Aber eines möchte ich mit Ihnen schon jetzt noch besprechen. Aufgrund dieser Überlegung, was meinen Sie, wenn ich jetzt bei diesem Kreisel seine Eigenrotationswinkelgeschwindigkeit ändere, was passiert dann mit der Winkelgeschwindigkeit der Präzessionsbewegung? Also zum Beispiel, jetzt dreht er sich relativ rasch um seine eigene Achse. Wenn ich jetzt die Eigendrehung, also die Winkelgeschwindigkeit Omega dieses Kreisels verringere, aber die Kraftwirkung bleibt natürlich gleich, wird er sich dann weniger schnell oder wird er sich schneller bewegen, entsprechend dieser Präzession? Was glauben Sie? Weniger schnell. Also dann, jetzt schauen Sie, jetzt sehen Sie ungefähr, wie schnell sich das bewegt. Ich halte ihn an und ich verringere die Winkelgeschwindigkeit. Ist das jetzt schneller oder weniger schnell? Deutlich schneller. Obwohl er sich langsamer dreht. Wie kann man das verstehen? Sehr einfach. Jetzt müssen wir wieder umschalten. Jetzt sollte man das zeigen, was man da tut. Dass sie nicht immer hin und her müssen. Da? Na gut, die zwei. Danke. Schauen Sie. Das zeigt Ihnen dann erst recht, dass diese Darstellung auch wirklich konsistente Ergebnisse ergibt. Denn, was haben wir denn jetzt gemacht? Ich habe die Eigenrotationswinkelgeschwindigkeit verringert. Das Omega ist kleiner. Na, das L bei einer stabilen Rotation ist ja einfach gleich I, das Trägheitsmoment dieses symmetrischen Kreisels um seine Hauptachse, seine Figurenachse, I mal Omega. L ist I mal Omega. Das heißt, wenn jetzt das Omega kleiner wird und er sich langsamer um seine Achse dreht,
dann wird auch der Vektor L kürzer. Dass der Drehimpuls wird kleiner, weil L ist gleich I mal Omega und Omega, die Winkelgeschwindigkeit, mache ich kleiner. So wird auch der Drehimpuls geringer werden. Wenn jetzt der Drehimpuls geringer wird, was bedeutet das? Die Änderung dL oder Delta L des Drehimpulsvektors, die hängt von der Winkelgeschwindigkeit gar nicht ab. Diese Änderung ist nur bedingt durch das äußere Drehmoment und durch ein bestimmtes Zeitintervall, dass das halt immer so weiterläuft. Also das Delta L ist nicht abhängig davon, wie rasch der Kreisel um seine eigene Achse sich dreht. Dieses DL, wie es hier eingezeichnet ist, bleibt gleich groß. Aber das L wird kürzer. Das heißt, es wird jetzt in der gleichen Zeit Delta T ein größerer Winkel zurückgelegt werden müssen von dem L, weil ein kürzerer Drehimpulsvektor L sich um den gleichen Differenzvektor verändern wird. Und das ist jetzt genau, was wir hier auch sehen. Ist das für Sie verständlich? Auch für Sie? Wo ist das Problem? Was ist nicht verständlich? Das DL bleibt dasselbe, hängt nur von der Größe des äußeren Drehmomentes ab und an dem ändere ich nichts. Die Schwerkraft ist gleich nach wie vor wirksam und von der Größe der Zeitintervalle, die ich heute betrachte, wenn das rundum läuft. Das DL bleibt, was es ist. Aber das L wird kürzer. Wenn ein kürzerer Vektor quer zu seiner Richtung sich um einen gleich großen Differenzvektor ändert, wird er einen größeren Winkelabstand zurücklegen. Und daher wird diese Bewegung schneller werden. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, das kann man ins Extrem treiben. Lass man überhaupt stehen. Was passiert denn dann? Naja, dann haben wir ja gar keinen Drehimpulsvektor mehr. Oder machen wir die Bewegung sehr langsam, ja dann kommt es darauf an, woher soll der Kreisel die Energie zum Aufrechterhalten dieser Präzessionsbewegung nehmen. Das heißt, einmal, wenn er sich zu langsam bewegt, wird er abstürzen, weil er die kinetische Energie dafür nicht mehr hat. Aber das ginge durchaus noch ein bisschen langsamer. Und dann ist er also schon ganz schön schnell unterwegs. Sehen Sie? Aber das ist jetzt schon ein Grenzfall. Aber was ich jetzt noch zeigen möchte, ist, wenn ich ihn jetzt wieder etwas schneller drehen lasse und dann präzisiert er halt wieder um diese senkrechte Achse. Das ist jetzt der Drehimpulsvektor, der gleichzeitig auch die Figurenachse und die momentane Drehachse beschreibt. Und natürlich kann ich auch jetzt die Anfangsbedingungen ändern und kann nun eine recht komplizierte Überlagerung der zwei Bewegungen hervorrufen. Jetzt haben Sie einmal die Nutation rund um die Drehimpulsachse, die aber ihrerseits wieder aufgrund des äußeren Drehmomentes sich rund um diese senkrechte Achse bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt geschickt bin, naja, sehen Sie, bin ich nicht, dann kann ich, das ist blöd, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ach, naja, oh ja, sehen Sie, das geht da so herum, na bitte. Der Drehimpuls wandert da herum, jetzt bin ich angerannt, und rundherum bewegt sich die Figurenachse und auch die momentane Drehachse. Das ist also dann die komplizierteste Bewegung, die so ein rotierender, starrer Körper ausführen kann. Merken Sie sich also, die Nutation passiert, wenn man einen kräftefreien Körper hat, der rotiert, dann ist die Drehimpulsachse raumfest
und die anderen Achsen bewegen sich um diese Achse herum im Allgemeinen. Es sei denn, man zwingt den Körper durch eine geeignete Anfangsbedingung dazu, dass er eben, dass alle Achsen zusammenfallen, dann haben sie eine stabile Rotation. Dann haben sie keine Nutation. Wenn hingegen ein äußeres Moment vorhanden ist, dann wird aufgrund der Umstände, die wir hier besprochen haben, der Drehimpulsvektor selbst sich wieder drehen und das nennen wir die Präzession. Und natürlich können beide Effekte, Nutation und Präzession, auch gemeinsam auftreten. Also damit möchte ich also die Diskussion der Bewegung eines starren Körpers abschließen, möchte aber am Schluss noch erwähnen, diese Präzession hat also abgesehen von Spielzeugkreiseln auch eine andere wichtige Auswirkung, und zwar auf die Bewegung unserer Erde. Es zeigt sich nämlich, dass die Erde aufgrund ihrer Eigenrotationsbewegung leicht abgeplattet ist. Also, wenn das ihre Drehachse ist, dann ist sie nicht genau kugelförmig, sondern etwas übertrieben, schaut sie so abgeplattet aus, aufgrund der Zentrifugalkräfte, die auf die Erde wirken. Und das bedeutet nun, dass man davon ausgehen kann, es kann so eine eingeschriebene Kugel geben. Und dann gibt es da so zusätzliche Massen, hier und hier, um die sich der reale Erdkörper von einer Kugel unterscheidet. Diese zwei sichelförmigen Massen haben vielleicht hier und hier jeweils die Schwerpunkte, S1 und S2. Und wenn es da jetzt also zur Sonne hingeht, dann wird es so sein, dass aufgrund dessen es Differenzkräfte gibt. Dieser Schwerpunkt ist etwas weiter weg von der Sonne, der etwas näher. Das heißt, es gibt dann ein derartiges Kräftepaar, das auf diese beiden Schwerpunkte wirkend gedacht sein muss. Das ist da die Verbindungslinie dieser zwei Schwerpunkte. Und dieses Kräftepaar bewirkt jetzt ein Drehmoment auf diese Drehachse. Und genauso wie wir es vorhin gesehen haben, wenn ein Drehmoment wirkt, wenn Kräfte wirken, wird die Achse quer dazu abweichen. Und das bedeutet, dass diese Achse eine derartige Präzessionsbewegung rund um eine senkrechte Achse hier durchführen wird. Und es kommt dann dazu, dass eben man hier nach einer gewissen Zeit die Achse in der anderen Richtung hat und dass sich eine Präzessionsbewegung rund um diese Achse hier ergibt. Aber nachdem die Effekte nicht sehr groß sind, passiert das nicht sehr rasch. Es zeigt sich aufgrund von Beobachtungen, dass das ca. 26.000 Jahre braucht, bis die Präzession einmal rundherum geht. Also man braucht sich keine großen Sorgen drum machen, was unser Wohlbefinden betrifft. Und außerdem, es passiert ja nichts Arges. Es verschiebt sich nur ständig der Frühlingspunkt ein wenig. Und in 26.000 Jahren geht das einmal rundherum. Was ein bisschen unpraktisch ist, dass in ein paar tausend Jahren der Polarstern kein Polarstern mehr sein wird, weil die Drehachse der Erde dann nicht mehr dorthin zeigt, wo der gerade zufällig ist, sondern ein bisschen woanders hin. Dann beginnt der sich da wieder herumzubewegen. Dann muss man sich noch was anderem orientieren, aber Sie brauchen keine Sorge haben. Im Rahmen unserer Lebensfristen ist das also ohne großen Belang.
Aber es gibt so Beobachtungen aus der Zeit des antiken Ägypten, die waren ja schon sehr schlau und haben sich mit so astronomischen Beobachtungen schon ziemlich gut ausgekannt, konnten ja auch Sonnenfinsternisse vorhersagen und damit alle in Angst und Schrecken versetzen, die das nicht verstanden haben, wie man das macht. Und die haben Aufzeichnungen und da war unser jetziger Polarstern nicht der Polarstern. Das ist zu lang her. Da hat seit damals sich eine gewisse Weiterbewegung der Präzession bemerkbar gemacht. Also, Sie sehen, diese Effekte haben auch Auswirkungen in der realen Natur, eben bei der Bewegung der Erde. Aber ansonsten ist die Rotation der Erde um ihre eigene Achse weitgehend eine stabile Rotation. Also Nutationsbewegungen rund um die Drehimpulsachse finden kaum statt, sonst würde ja auch die Lage der Nord- und Südpole ständig auf der Erde wandern. Das wäre recht interessant, was da alles passieren würde. Aber es ist wahrscheinlich günstiger für uns, dass wir eine stabile Rotation haben. Also, das war der starre Körper. Haben Sie noch irgendwelche Bemerkungen dazu? Ist etwas unklar geblieben? Na, wenn das nicht so ist, dann werden wir fortschreiten mit unserer Beschreibung der Mechanik, indem wir im nächsten Punkt jetzt nach dem starren Körper eine nächste Verfeinerung unseres Modells annehmen. Wir schauen uns die Mechanik deformierbarer Körper an. Also nach starr kommt deformierbar. Letztlich ist jeder Körper deformierbar, aber unter gewissen idealisierenden Voraussetzungen kann man eben solche Deformationen vernachlässigen, aber jetzt wollen wir diese Vernachlässigung nicht machen. Übrigens an dieser Stelle ist es vielleicht sinnvoll, darüber zu sprechen, dass dieses Modell des starren Körpers, das wir jetzt gerade in den letzten paar Vorlesungsstunden verwendet haben, natürlich in seiner Anwendung begrenzt ist. Und das kann man an einem ganz einfachen Beispiel plausibel machen. Nehmen Sie an, Sie haben einen starren Stab, eine Stange zum Beispiel. Wenn man da an einem Ende anschiebt, dann wird da so instantan am anderen Ende sich eine Bewegung ergeben. Naja, wenn der einen Meter lang ist, dieser Stab, dann macht das nicht viel. Aber jetzt nehmen Sie an, Sie hätten einen Stab, der reicht von der Erde bis zum Mond. Das ist natürlich ein bisschen eine wilde Annahme, nicht? Aber man kann ja davon ausgehen, starrer Körper ist starrer Körper. Na gut, dann geht es halt bis zum Mond. Und wenn jetzt einer da an der Erde da ein bisschen anschiebt an diesem Stab, wird also instantan am Mond sich das auch bewegen und Sie kriegen dort ein Signal überliefert. Aber man weiß, dass der Mond, glaube ich, circa eine Lichtsekunde oder sowas von der Erde entfernt ist. Und man weiß aufgrund relativitätstheoretischer Überlegungen, darüber redet man dann im Sommersemester genauer, dass Informationen nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden können. Also der Stab wäre natürlich toll. Der ginge dann besser als die Relativitätsmechanik. Und es zeigt sich aber, dass das nicht passiert. In diesen Dimensionen ist es dann nicht mehr sinnvoll und möglich, streng genommen von einem starren Körper zu sprechen, weil eben sonst es Widersprüche gegen die experimentell sehr gut gesicherten Ergebnisse der Relativitätsmechanik geben würde. Also ganz starre Körper kann es gar nicht geben. Wer wollte da was? Sie. Also, das ist natürlich eine längere Diskussion, die wir hier nicht durchführen werden. Die Frage war, dass es doch diese Überlegung mit verschränkten Partikeln in der Quantenphysik gibt, die darauf hinzudeuten scheint, dass also
distanzierte, nicht lokale Ereignisse instantan zum gleichen Zeitpunkt passieren. Die Idee dahinter wäre die, dass man damit Informationen übermitteln kann, schneller als das Licht. Und wenn man sich das aber genauer ansieht, dann ist es zwar so, dass diese zwei miteinander verschränkten Teile eines nicht lokalen quantenphysikalischen Systems scheinbar in einer zeitlosen, instantanen Verbindung miteinander sind, das aber nicht dazu geeignet ist, Informationen schneller als das Licht zu übertragen. Es kann sich nur die Alice und der Bob, die an diesen zwei Stellen sitzen und lauern, was passiert, die jeweiligen Vorgänge auf einem Messprotokoll aufzeichnen und dann haben sie gemeinsam synchronisierte Laboruhren, um das auch in eine Zeitskala zu bringen. Und nachher, wenn der Versuch vorbei ist, gehen sie zusammen, schauen nach und stellen voller Überraschung fest, das passt ja alles gut zusammen. Aber in der Phase der Messung selbst ist das ja nicht so, dass der eine bestimmen kann, wie die verschiedenen Spins bei diesen hereinkommenden Photonen sind. Das heißt, sie überliefern nicht wirklich eine Information. Sie können nur retrospektiv feststellen, dass die Laborprotokolle zueinander synchron und konsistent sind. Das ist schon viel. Bedeutet aber nicht notwendigerweise, jedenfalls ist das die heutige Sicht der Dinge, eine Informationsübertragung schneller als das Licht. Aber mehr möchte ich, Sie werden mich sicher verstehen, jetzt nicht dazu sagen, weil uns das also von unserer Diskussion der weiteren Mechanik hier abbringen würde. Aber Sie können gern nachher noch zu mir kommen und das noch ausführlicher diskutieren. Gut, naja, also, wir kehren also jetzt zurück zu den deformierbaren Körpern. Und ich habe Ihnen jetzt gerade gesagt, sogar scheinbar als starr angenommene Körper müssen unter gewissen Voraussetzungen als deformierbar angenommen werden. Bitte. In dem was ist? Was verstehen Sie nicht? Ja. Ja, Stahl ist auch deformierbar. Zeigt sich, das muss so sein. Und über diese Distanzen geht es gar nicht anders. Ja, er wird deformiert. Stahl ist auch deformierbar. Ja, er wird halt gestaucht ein Stück. Ja, sicher. Ja, wenn Sie eine so lange Distanz haben, dann werden sich da dann praktisch wellenförmige Bewegungen ausbreiten. Sie dürfen nicht vergessen, das ist ja sehr weit. Und dadurch ist es also, selbst wenn der sehr starr ist, trotzdem so, dass es halt auf die inneren Kräfte in diesem Körper ankommt. Und wenn man so große Distanzen wählt, kann man diese eben nicht mehr vernachlässigen. Mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Okay, also, wir werden die Diskussion der deformierbaren Körper in zwei Teile teilen. Wir sprechen über Fluide, das sind Flüssigkeiten und oder Gase, und Festkörper. Und da bitte gleich aufzupassen, ein Festkörper in der Physik ist was anderes als ein starrer Körper. Ein Festkörper hat zwar sehr wohl eine festgelegte Form, aber er ist verformbar durch äußere Kräfte. Während ein starrer Körper, den wir bisher besprochen haben, hat auch eine festgelegte äußere Form, wird aber als nicht verformbar angenommen. Das ist der Unterschied. Und wir besprechen also im Weiteren jetzt Festkörper und Fluide. Also der Unterschied ist, ein Festkörper hat eine bestimmte Gestalt.
hat eine bestimmte Gestalt und wenn man ihn deformiert, dann kann er jetzt entweder nach der Deformation wieder in seine ursprüngliche Gestalt übergehen, dann ist er elastisch, kehrt also zurück zu seiner ursprünglichen Form, nachdem er deformiert wurde, oder er ist plastisch, wenn er nach einer Deformation, wenn da eine Gestaltänderung permanent verbleibt. Es wird sich zeigen, wenn wir über die Festkörper sprechen, dass es davon abhängt, wie stark man einen Festkörper deformiert, ob er noch in der Lage ist, wieder elastisch in seine ursprüngliche Gestalt zurückzukehren oder ob er plastisch dauernd verformt wird oder sogar bricht, wenn er also zu stark mit äußeren Kräften beaufschlagt wird. Bei den Festkörpern ist auch noch zu sagen, sie können also homogen oder inhomogen sein, also gleichmäßige Dichte aufweisen oder veränderliche. Er kann isotrop oder anisotrop sein. Das bedeutet, das Verhalten eines Festkörpers gegenüber verschiedenen Raumrichtungen. Und wenn ein Festkörper anisotrop ist, dann ist es ein kristalliner Festkörper, wo es also bestimmte Kristallachsen gibt, längs derer dann so ein Körper besondere Eigenschaften aufweist. Isotrop hingegen bedeutet, dass es egal ist, in welcher Richtung man diesen Körper betrachtet. Und dem entspricht auch die Eigenschaft amorph oder kristallin zu sein. Amorphe Körper werden typischerweise isotrop sein. Kristalline Körper, die also eine definierte Kristallstruktur aufweisen, sind dann anisotrop. Weiter werden wir uns mit den Festkörpern erst etwas später beschäftigen. Wir werden jetzt zunächst die Fluide besprechen. Und bei den Fluiden ist also jetzt im Gegensatz zu den Festkörpern, sie haben keine bestimmte Gestalt. Das trifft natürlich für die Flüssigkeiten und für die Gase gleichermaßen zu. Aber natürlich kann es sein, dass sie Gestaltänderungen einen gewissen Widerstand, einen Reibungswiderstand entgegensetzen. Es wird Fluide geben, die wenig oder fast gar keine innere Reibung haben, und andere, die eine relativ starke Widerstandskraft haben dagegen, dass man ihre Form verändert. Also es kann innere Reibung geben. Sodass wegen dieser inneren Reibung die Gestaltänderungen, dass da das Fluid einen gewissen Widerstand gegen eine Gestaltänderung entgegensetzt. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zwischen Flüssigkeiten und Gasen. Bei der Flüssigkeit, das ist ja dann, beides ist unter dem Überbegriff Fluid zusammengefasst. Da ist es so, dass es im Wesentlichen so ist, dass die Flüssigkeit ein bestimmtes Volumen hat. Und die Flüssigkeiten in den meisten Fällen als praktisch inkompressibel angesehen werden können.
Man braucht also große Kräfte, um zu bewirken, dass sich die Dichte und damit das Volumen einer bestimmten Flüssigkeit ändert. Während bei den Gasen ist es so, dass die Gase kein bestimmtes Volumen haben und kompressibel sind. Obwohl das wesentliche Unterschiede sind, ist es dennoch so, dass man für viele Zwecke die Flüssigkeiten und die Gase gern in einen Topf wirft, von Fluiden spricht und sie, soweit es heute möglich ist, auch gemeinsam beschreibt in der Fluiddynamik, die man dann oft auch als Hydrodynamik und Aerodynamik bezeichnet, wenn man sich auf Flüssigkeiten und Gase beschränken möchte jeweils. Wir werden im Folgenden eine makroskopische Beschreibung wählen. Man könnte sich ja denken, dass alles kann dadurch beschrieben werden, dass wir die Flüssigkeiten und oder Gase aufgrund ihrer molekularen Struktur beschreiben. Das wäre im Prinzip auch nützlich und sinnvoll und man versucht es zum Teil auch mit Computational Physics Methoden. Wenn man die genauen Wechselwirkungskräfte zwischen den Molekülen bzw. Atomen genau kennt. Aber in vielen Fällen ist eine makroskopische Beschreibung zweckmäßig, wobei dann die detaillierten Eigenschaften mit Hilfe von phänomenologischen Materialkonstanten beschrieben werden. Also wir machen eine makroskopische Beschreibung und detaillierte Eigenschaften werden mittels empirische Konstanten beschrieben. Solche Konstanten sind zum Beispiel die Kompressibilität, die Reibung, die Oberflächenspannung, die Dichte und Ähnliches. Alle diese Konstanten sind wichtig, um also das Verhalten dieser Fluide, Flüssigkeiten oder Gase quantitativ beschreiben zu können. Und das wird also jetzt im weiteren Verlauf, wenn wir diese Fluiddynamik durchgehen, auch sichtbar werden, wie also diese Beschreibung erfolgt. Wir werden jetzt zunächst einmal uns den Fluiden zuwenden. Und bei den Fluiden wieder so ähnlich vorgehen wie bei dem starren Körper, dass wir schrittweise die Beschreibung umfangreicher machen. Wenn wir also über die Fluide sprechen, dann werden wir zunächst einmal ruhende Flüssigkeiten und Gase anschauen. Wir nennen das dann die Statik, die Hydrostatik. Bevor wir dann zur Hydrodynamik übergehen. Ja, und bei der Hydrostatik ist das erste Wichtige, was wir uns anschauen wollen, der hydrostatische Druck. Jetzt werden wir aber den Kreisel da mal zu Ende bringen, denn ich glaube, der wird uns jetzt nur mehr irgendwie ablenken von den Gegebenheiten. Der hat jetzt für heute ausgedient.
Also bei der Hydrostatik beschäftigen wir uns mit ruhenden Flüssigkeiten und Gasen. Und wenn also man sich so ein Fluid vorstellt, dann wird in dem Fluid natürlich die Moleküle, die Volumenselemente frei verschiebbar sein. Das heißt, wenn also von außen Kräfte auf dieses Fluid einwirken, dann wird es so sein, dass die verschiedenen Volumenselemente sich so lang verschieben, bis es ein Gleichgewicht für das ruhende Fluid gibt und die einzelnen Volumenselemente des Fluids sich nicht mehr bewegen. Das ist dann der Fall, wenn die Kräfte von außen letztlich dann immer senkrecht auf die Oberfläche des Fluids ist. Also die Oberflächenkräfte im statischen Fall werden immer senkrecht stehen auf die Oberfläche des jeweiligen Fluids. Das stimmt natürlich insbesondere für die Flüssigkeiten, weil Gase im Allgemeinen gar keine definierte Oberfläche haben, es sei denn, man sperrt sie in eine Box, in einen Zylinder zum Beispiel. Dann gibt es natürlich sehr wohl eine Oberfläche, auf die dann eben das Gas von innen einen Druck ausübt. Also im Gleichgewicht ist es so, dass die Oberflächenkräfte senkrecht zur Oberfläche sind. Denn nur dann kann es ein Gleichgewicht geben. Ansonsten wäre es ja so, dass sich eben die Oberflächenvolumenselemente der Flüssigkeit oder des Gases so lang verschieben, bis es eben ein Gleichgewicht gibt. Und weil das also im Gleichgewicht so ist, kann man dadurch auch sehr leicht den Druck in einem solchen Fluid definieren. Den statischen Druck. Und der ist also ganz einfach definiert. Das ist nichts anderes als P, Pressure, gleich F durch A. Also die Kraft betragsmäßig, die auf die Oberfläche senkrecht wirkt, dividiert durch eben diese Oberfläche. Und wie wir ja schon mehrfach gesehen haben, das heißt, wenn man durch die Oberfläche dividiert, dass man sich auf die Einheit der Oberfläche bezieht. Also wenn Sie wer fragen sollte, was der Druck ist, das ist die Kraft pro Flächeneinheit. Und natürlich hat das auch eine gut bekannte Dimension. Die Dimension oder die Einheit des Druckes ist daher Kraft pro Fläche, Newton pro Quadratmeter. Und weil das häufig auch vorkommt, hat man noch Blaise Pascal das auch mit der Bezeichnung Pascal bezeichnet. Naja, und wenn die Schwerkraft vernachlässigbar ist, wenn die inneren Kräfte besonders wichtig sind, dann zeigt sich, dass im Inneren einer Flüssigkeit die Druckverteilung homogen und isotrop ist. Also, falls keine äußeren Kräfte vorhanden sind oder die vernachlässigbar sind, dann ist die Druckverteilung homogen. Das heißt, im ganzen Bereich, wo die Flüssigkeit oder das Gas vorhanden ist, gleich, homogen und isotrop, also in allen Richtungen gleich. Und dafür gibt es ein sehr eindrucksvolles Experiment, das Sie wahrscheinlich nicht vergessen werden, nämlich die Isotropie des Druckes in einer Flüssigkeit. Und das wird uns jetzt mein Kollege vorführen, der Herr Litschauer. Bitte schön.
Wenn Sie irgendwelche feuchtigkeitsempfindlichen Dinge in der Nähe haben, dann decken Sie sie jetzt etwas ab. Das gilt insbesondere für Notebooks oder für Kameras. Und jetzt schauen Sie an, was passiert. Machen Sie das noch einmal. Sehen Sie? Okay, wunderbar. Danke vielmals. Was ist gemacht worden? Wir hatten hier eine Kugel mit vielen kleinen Löchern, aber das wollte ich Ihnen vorher nicht so genau sagen. Und die ist gefüllt mit Flüssigkeit, mit Wasser und hier einen Kolben, den man da hineinschieben kann. Und nach allen Richtungen gleichmäßig spritzt das Wasser heraus, dreidimensional, und Sie sind vielleicht ein bisschen nass geworden, aber der Herr Litschauer ist auch sehr rücksichtsvoll und der hätte es noch viel ärger machen können. Er hat natürlich auf Sie Rücksicht nehmen wollen. Aber was dabei doch in Erinnerung bleiben sollte, ist, dass also der Druck wirklich in allen Richtungen gleichmäßig ist. Und das hat natürlich sehr wichtige Auswirkungen, weil auf dieser Isotropie des Druckes für statische Flüssigkeiten und Gase beruhen solche Einrichtungen wie hydraulische Pressen, hydraulische Antriebe, die ganze Hydraulik. Auch die Bremsen im Auto, dass jedes Rad gleich stark gebremst wird, weil eben der Druck sich in allen Richtungen gleichmäßig ausbreitet. Das ist also, wenn es keine äußeren Kräfte gibt. Aber natürlich sehr wichtig ist auch der Fall, wenn es äußere Kräfte gibt. Wenn es also einen Einfluss der Schwerkraft gibt. Der schwere Druck in Flüssigkeiten ist etwas, was uns natürlich interessiert. Schwere Druck in Flüssigkeiten. Also hier sind es keine äußeren Kräfte. Und jetzt ist die Gravitation die äußere Kraft, die hier wesentlich ist. Die war natürlich auch nicht ausgeschaltet bei dem Experiment. Aber sie war vernachlässigbar im Verhältnis zu den Drücken, die da durch diesen Stempel ausgeübt wurden. Jetzt aber wollen wir den Schweredruck eben nicht vernachlässigen und uns anschauen, was wir hier zu erwarten haben. Und damit man sich das entsprechend klar machen kann, ist es sinnvoll, eine Flüssigkeitssäule zu betrachten. Also wir schauen jetzt einmal Flüssigkeiten an. Morgen werden wir das dann auch für Gase machen. Heute kommen die Flüssigkeiten dran beim Schweredruck. Wir betrachten also eine Flüssigkeitssäule. Na, da haben wir einen ganzen großen Bereich, der mit Flüssigkeit erfüllt ist. Das kann zum Beispiel die Meeresoberfläche sein oder ein See oder ein größeres Gefäß oder was auch immer. Und da haben wir eine Tiefenachse. Ich nenne sie T. Das ist ein bisschen gefährlich. Da glaubt jeder, das ist die Zeit. Aber es soll die Tiefe darstellen. Von Null ausgehend, dann hinunter, bis zu einer gewissen Tiefe T und dann schauen wir uns eine kleine zusätzliche Tiefe T plus Delta T an. Und da nehmen wir uns jetzt in Gedanken eine Säule dieser Flüssigkeit heraus und schauen nach, was passiert. Naja, wenn wir da so herübergehen, dann haben wir hier ein Volumenselement dieser vielleicht zylindrisch gedachten Säule. So ein Stück wie eine Salamischeibe gewissermaßen, dieser Säule da hier. Und da wird jetzt das so sein, dass in dieser Höhe ein gewisser Druck P herrschen wird und entsprechend etwas tiefer ein etwas größerer Druck P plus Delta P.
Na, und da drinnen gibt es insgesamt ein Volumen dv. Und das Volumen ist natürlich gleich A, die Fläche, die Querschnittsfläche dieser Säule, mal dt. Wenn wir also dieses Stück, sagen wir halt da statt Delta T, mit dt bezeichnen. Aber dann wollen wir auch konsistent das mit dp bezeichnen. Das sind die Physiker nicht sehr genau oft da zu unterscheiden, weil wenn das genügend klein ist, dann kommt man im Limes sowieso an die Ausdrücke heran für die Differentialrechnung. Na, und da wollen wir uns jetzt anschauen, wie groß ist denn nun das Gewicht dieses Volumenselementes? Gewicht des Flüssigkeitselementes. Nur das ist leicht auszurechnen, zu rechnen. Das ist einfach Rho mal G mal dieses dV. Rho ist die Dichte der Flüssigkeit, dV ist das Volumen dieses Volumenselementes. Dichte mal Volumen ist Masse, mal Fallbeschleunigung ist das Gewicht. Und dieses Gewicht, das bewirkt jetzt die Druckänderung. Weil dieses Gewicht lastet jetzt zusätzlich auf dieser Querschnittsfläche und hier noch nicht. Also die Druckänderung dp ist daher einfach nichts anderes als dieses Gewicht Rho mal g mal dv dividiert durch die Querschnittsfläche a. Der Druck ist ja Kraft pro Querschnitt, also pro Fläche, und das ist eben die Gewichtskraft durch die Querschnittsfläche, ist gerade was aufgrund dieses Volumenselementes dazugekommen ist. Ja, das dv durch a, das kann man sich leicht ausrechnen. dv durch a, das ist einfach dt. Also ist das auch gleich Rho mal g mal dt. Die Tiefenänderung, wenn man das Stück heruntergeht. Ja, und aufgrund dessen kann man sich das jetzt sehr leicht ausrechnen, wie das mit der Druckabhängigkeit ist. Wir kriegen damit, dass dieses dp gleich ist, so wie ich da hergeschrieben habe, Rho mal g mal dt, wobei dieses Rho mal g eine Konstante ist, weil die Fallbeschleunigung g ist sowieso konstant und die Dichte Rho ist bei einer Flüssigkeit praktisch konstant, weil die Flüssigkeiten praktisch inkompressibel sind. Darin unterscheiden sie sich ja von den Gasen. Und damit kann man also jetzt hier sehr einfach den gesamten Druck ausrechnen. Denn der gesamte Druck zwischen dem Druck P0 an der Oberfläche bis zu dem Druck in einer gewissen Tiefe T, der lässt sich jetzt durch Summation über alle diese Volumenselemente bis da herunter ausrechnen. Wir brauchen also zur Berechnung des Druckes nur integrieren. Aber ganz, ganz einfach. Ein Integral von dem Ausgangsdruck an der Oberfläche, wenn das die Meeresoberfläche ist zum Beispiel, dann ist es einfach der Atmosphärendruck, der dort lastet auf dem Meer. Also nennen wir ihn P0. Bis zu dem wohl etwas höheren Druck, vielleicht in 20 Meter Tiefe, wo der Taucher hintaucht. Nicht? Und da machen wir eben eine Integration von dem, das ist einfach dp' als Integrationsvariable. Und auf der anderen Seite, wo es um die Integration über die Tiefe geht,
integrieren wir zwischen 0 und der Tiefe t. Also von 0 an der Oberfläche bis zur Tiefe t. Und da steht jetzt dieses Rho g mal dt. Und wieder dt' als Integrationsvariable, dass man sie nicht mit den Grenzen verwechselt. Und das sind beides total einfache Integrale. Da steht der Integrand 1 drinnen, also weniger kann man schon immer haben. Und dieses Rho mal g, haben wir gerade festgestellt, ist eine Konstante und geht daher vor das Integral, also total einfach. Was kommt da heraus? P minus P0 und auf der anderen Seite Rho mal g mal T minus 0. Nun, daraus sehen Sie, und das ist schon das Ende der Rechnung. Das ist wirklich einfach. Der Druck in der Tiefe T ist gleich, wenn wir das P0 herüberbringen, P0 plus Rho G mal T. Eine wichtige Beziehung. Der Druck nimmt mit der Tiefe linear zu. Das müssen alle Tiefseetaucher wissen, weil beliebig viel Druck hält man nicht aus, auch wenn man trainiert. Und drinnen steht die Fallbeschleunigung, da kann man nichts ändern, und die Dichte des Fluids. Na, bei Wasser ist es, alle sagen immer eins, 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Früher hat man gesagt, 1 Gramm pro Kubikzentimeter, das tut man aber nicht mehr. Also 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Und dementsprechend nimmt der Druck nach unten zu, ganz schön zu. Was aber besonders wichtig ist, meine Damen und Herren, das sollten Sie sich an dieser speziellen Formel merken. Dass nämlich der Druck in einer bestimmten Tiefe T nur von der Tiefe und von sonst so einfachen konstanten Parametern abhängt. Und daher gibt es also diesbezüglich ein Paradoxon. Wenn Sie verschiedene Gefäße haben, die unterschiedlich geformt sind, dann wird der Druck auf die Bodenplatte nur von der Füllhöhe abhängig sein. Haben Sie zum Beispiel ein solches Gefäß, wo da die Flüssigkeit bis zu einer gewissen Höhe ist, und Sie haben ein anderes, wo die Flüssigkeit das Ganze erfüllt, dann ist da viel mehr Flüssigkeit drinnen als da. Aber dennoch ist der Druck auf die Bodenplatte in beiden Fällen gleich und die Flüssigkeit steigt zur selben Höhe auf. Also das ist es, was man als hydrostatisches Paradoxon bezeichnet. Und vielleicht können wir noch auf diese Röhrchen hinzeigen und das zeigt Ihnen das auch im Experiment, dass in unterschiedlich geformten Gefäßen, wenn die nur zusammenhängend sind, also wie man da etwas geschraubt sagt, miteinander kommunizieren. Heute versteht man unter Kommunikation was anderes, wenn ich mit ihnen rede. Nicht? Die reden nicht miteinander, aber sie sind verbunden miteinander. Und da hat man dann die Situation der kommunizierenden Gefäße. Und wie Sie sehen, aus diesem Experiment, auch wenn die also sehr unterschiedlich geformt sind, die Flüssigkeit steigt überall gleich hoch, weil der Bodendruck hier überall der gleiche ist. Der Druck ist nicht von der Form, von den Ausmaßen oder sonst was dieser Flüssigkeit, sondern einzig von der Tiefe abhängig. Und damit haben wir also einen wesentlichen Ausgangspunkt für das Verständnis der Hydrostatik gewonnen. Dagegen bei den Gasen ist die Situation etwas unterschiedlich. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Dieses Rho, was da drinnen steht, die Gasdichte, wird nicht mehr konstant bleiben. Damit wird dieses Integrieren ein bisschen komplizierter. Und wir werden morgen schauen, was dabei herauskommt. Dankeschön.
Sehr schön. Okay.